Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem der ersten Gran Turismo-Videos, ist eigentlich dazu. Allgemein einer der ersten Gran Turismo-Videos. Da mich ja viele gefragt haben, wie ich es geschafft habe, den M4 wirklich fahrbar zu machen, habe ich mir jetzt überlegt, so, yo, machst du dazu einfach auch mal ein Video. So. ja, genau. So, wie ich den M4 fahrbar gemacht habe, weil das Ding ist ja eigentlich ziemlich schwer zu kontrollieren. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut, ansonsten müsste ich die Vertonung nochmal neu machen. Wie ihr hier schon seht. Fährt sich das Ding mega geil. Dazu kommt, dass das Auto so heftig ist, dass er sogar GT3-Klasse-Fahrzeuge einfach stehen lässt. Wir haben gestern zum Beispiel allein schon, also wir haben gestern einen Test gemacht. Beschleunigungstest. M4 gegen Audi R8 GT3. Der M4 ist dem R8 einfach weggefahren. Also wie ihr seht, er lässt sich auch noch gut abfangen. Und wenn wir gleich in die Setup-Einstellungen gehen, werdet ihr sogar sehen, wie geil das Teil ist. Also driften lässt sich mit dem Ding auch so weit. Ja, also das Teil ist der Wahnsinn mittlerweile. Also, das ist so heftig, oder? Ja, wie dem auch sei. Ich zeige euch jetzt gerade mal schnell, wie ich es geschafft habe, dass das Ding wirklich so geil fährt. Und zwar, wir gehen einfach erstmal auf das Setup. Ja. Und hier haben wir das Leistungslevel ganz hoch gemacht, ne, auf 40%. Und das Gewichtsverhältnis auf 96. Gewichtsreduktionslevel haben wir nichts dran weitergemacht. Traktionskontrolle fahre ich mit 0. Rennen super weich auf beiden Seiten. Bremsbalance minus 3 vorne. Bodenfreiheit. Ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, wie kommt der auf diese Einstellung? Wie kommt er auf diese Einstellung und warum? Warum fährt er den so, wie er da fährt? Ich muss dazu sagen, ich bin fast 2000 Kilometer mit dem Ding gefahren, um das Ding erstmal zu testen. Ich habe für das Setup ja, gut 2000 Kilometer benötigt, um das wirklich so schön einzustellen. So, also Bodenfreiheit auf 105 mm runter. Also den Koffer komplett tief auf die Straße. Genauso mit der Eigenfrequenz, komplett hochballern, kaum Frequenz geben, dass das Fahrwerk sich bewegen kann. Die Stabis habe ich folgendermaßen eingestellt: vorne 7, hinten 8. Funktioniert? Ja. Ohne großes Untersteuern. Dämpfungsgradkompression 67, komplett hinten. 97 Ausfederungswert. Auch komplett oben. Beim Radsturz, da wird es jetzt interessant.
Und zwar, wir fahren vorne minus 1,8 Grad, also 1,8 Grad Negativsturz. So, und hinten 3,0. 1,8 Grad, so hat das Fahrzeug noch genügend Bodenhaftung, also genügend Grip, kann aber vernünftig einlenken in die Kurven. Ja, und kommt vernünftig um die Kurven rum, ohne Gripverlust. So. Und hinten 3,0, weil umso schneller das Fahrzeug, umso mehr wird es auf den Boden gepresst. So. Und dann stehen die Räder ja wieder gerade. Ja, und umso negativer, umso schneller, umso mehr hast du dann die Bodenhaftung. So. Und da wir auch noch einen hohen Negativ Sturz haben, liegt das Fahrzeug auch noch in der Kurve vernünftig. Wir haben vorne Spur 0,0 und hinten eine Vorspur von 0,6. Abtrieb können wir leider nichts einstellen. Antrieb, genau, da haben wir Anfangsdrehmoment liegt bei 8, Beschleunigungsempfindlichkeit 30, Bremsempfindlichkeit 20. Ja, ich weiß, es geht schneller. Es geht besser. Um jetzt mal ganz kurz hier an diesem Punkt einzugreifen. Natürlich, es geht schneller. Es gibt ja diese Regelung 10, 15, 30. Ne? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Aber bis jetzt, trotz der ganzen Updates, die gekommen sind, und es immer wieder Setup-Probleme gegeben hat mit den Fahrzeugen nach den Updates. Wir haben jetzt den 21. Dezember. Also 21. Dezember, 13:08 Uhr. So, nachher kommt auch nochmal wieder ein Update. Und diese ganzen Updates davor haben immer wieder dann für Probleme gesorgt, dass die Setups nicht mehr funktioniert haben. Hier ging es. Hier hatten wir keine Probleme. Deswegen bin ich hier an das Diff auch nicht mehr wieder rangegangen. So, ein voll anpassbares Getriebe haben wir hier eingestellt. Das ist zu 80%. So. Zu 280. So. Wie ich zu diesen Zahlen gekommen bin, wie man das Getriebe einstellt, dazu wird auch noch ein Video kommen. Aber so sieht auf jeden Fall jetzt erstmal das Getriebe aus. Ne? Das Getriebe ist komplett durchgerechnet und berechnet, um den idealen Wert hier zu haben. Wir haben hier 444 kW. Das sind 621 PS. Ne? Maximales Drehmoment von 770 Newtonmeter. So. Wie dem auch sei, bei 1,4 Tonnen Kampfgewicht. Ja, natürlich, wir können den jetzt noch leichter machen. Aber ob es das jetzt so, naja, ich weiß nicht. Müssen wir alles mal ausprobieren, dann in Ruhe. Aber das ist soweit erstmal gewesen vom M4. Ne? Und die Einstellung, das Setup. Und wir fahren jetzt einfach mal zwei Runden und ich zeige euch, was zeitlich damit möglich ist. Wir machen einfach ab der Stelle hier einfach einen kleinen Cut und überspringen die Boxenrunde. Und starten dann einfach direkt in die schnelle Runde gleich auf der schnellen Geraden. So, und wir starten auf die schnelle Runde mit dem M4 und gucken jetzt einfach mal, was das Teil wirklich drauf hat.
Haben wir eine schöne, saubere Runde. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Bestzeit. Aber wir kommen schon mal in die richtige Richtung. Das war zu schnell. Hängen wir einfach gleich nochmal eine Runde dran und dann passt das. So, und auf die schnelle Runde geht es jetzt ein zweites Mal. Dann starten wir mal in die dritte Runde. So, probieren wir. Hoffentlich verpasse ich jetzt den Bremspunkt nicht allzu sehr. Das sah doch gut aus. So, direkt auch nochmal schneller als in der ersten Runde, die wir hier gefahren sind. Und weggedreht. Fast. Es sind auf jeden Fall Zeiten von circa 2 Minuten möglich mit dem Fahrzeug. So. Video bezüglich Streckenrekord. Werde ich auch noch machen. Und dann mal schicken. Oder so ein Video. Machen wir einfach mal ein kleines Video dazu, wie wir hier zusammen mit dem Ding hier Rennen fahren, weil wir haben hier auch schon mal so einen M4 Cup gemacht, also nur mit den M4s zusammen. Und ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo und dann werdet ihr in Zukunft noch mehrere Gran Turismo Videos hier auf diesem Kanal finden. Ja. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Oder wenn ihr schnellere Zeiten gefahren seid, schreibt es mir auch mal ganz gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt auf faire, schnelle, gute Rennen mit anderen zusammen in einer großen Lobby, dann schreibt mich doch einfach mal an. Und dann kann man da was möglich machen. Gut. Und damit bedanke ich mich recht herzlich. Sage ich ciao und haut raus.